Du hast wahrscheinlich jetzt gerade eine Frau in deinem Bekanntenkreis, auf der Arbeit oder du hast sie online kennengelernt, der du sprichwörtlich hinterherrennst, der du alles recht machen möchtest, bei der du dir wünschst, dass sie dir endlich auch die Aufmerksamkeit gibt, die du gerne ihr gibst. Die Frage ist, tut dir diese Frau eigentlich wirklich gut und was sind die Frauen, die dir gut tun? Mein Freund, wir haben hier eine richtig vollgepackte Folge für dich, denn wir werden mit dir jetzt herausfinden, ob die Frau dir auch tatsächlich gut tut. Rennst du den falschen Frauen hinterher oder weißt du, was dir gut tut? Die Frauen, denen wir hinterherrennen, das sind nämlich oft genau diejenigen, die uns noch mehr in diese Abhängigkeit reinbringen und unser Selbstbewusstsein runterziehen. Wie du also dein Selbstbewusstsein hochziehst und gleichzeitig die Frau bekommst, die du willst, das sagen wir dir jetzt. Mein Name ist Andy Friday, mit dabei wieder Makako Kim. Wir sind die Flirtcoaches für Männer mit Herz. Wir machen das seit über 10 Jahren und bringen Männern bei, wie sie Frauen entdecken, verführen und entlang der Reise die richtige finden. Also, ich möchte dir jetzt sagen, wenn dir die Folge gefällt, bitte gib uns ein Like, gib mir einen Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen. Und jetzt legen wir direkt los. Nämlich, wir haben einen Kunden bei uns gerade, bei den Flirt-Spezialisten, der eine sehr interessante Erkenntnis hatte. Und die wird dir Makako jetzt erzählen. Weil das Geile bei Typen ist, dass er es geschafft hat, irgendwie Freundinnen im Umkreis zu haben, Freundinnen, die er daten kann. Da ist diese eine, die hat er jetzt gedatet, weil er sich so mega schlecht gefühlt hat, nach irgendwie so einem Date mit der einen 10 von 10, sag ich. Wir nennen sie jetzt einfach mal 10 von 10. Das funktioniert nicht, er fühlt sich schlecht so. Sie lässt ihn emotional nicht ran, er lässt sie vielleicht auch nicht emotional an sich ran und ihm geht's kacke. Und dann telefoniert er mit der anderen Freundin, macht ein Date klar, die treffen sich. Und das Spannende daran ist, er kann mit ihr eigentlich nicht viel anfangen. So, er findet sie nicht attraktiv und kann sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, mit ihr was zu tun zu haben. Und dann kommt er von diesem Date zurück und sagt, das Date war so mega geil. Ich hatte mich so entspannt, wir konnten über alles reden. Wir waren so einem geilen Vibe, so automatisch haben wir uns berührt und ich habe gefiltert, ich habe emotional wertig gesprochen, ich habe geflirtet, das lief wie am Schnürchen, total automatisch, habe nicht nachgedacht. Bam, perfekt, aus meiner Sicht. Und jetzt fängt er an zu denken, so, da ist diese eine, so, mit der kann ich nichts anfangen, kann mit der nicht reden, wir connecten nicht, aber sie ist eine 10 von 10, optisch. Ja? Und darauf komm ich gleich nochmal zurück. Sie ist optisch eine 10 von 10 und die andere, mit der kann ich nicht so viel anfangen, so, die finde ich nicht attraktiv, aber mit der habe ich einfach die geilste Zeit meines Lebens und ich will sie wiedersehen. So. Das erinnert mich persönlich total an mich, so an Anfängen meiner Datingzeit. Damals, vor ewigen Zeiten, vor anderthalb Jahren. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich Frauen bewertet habe. Gar nicht bewusst. Ich habe auch keine Zahlen benutzt, wie, was weiß ich, sie ist eine 7, sie ist eine 8, sie ist eine 9, sie ist eine 10. Ich hatte immer dieses eine Bild vor Augen von einer perfekten Frau seit meiner Jugendzeit, ich weiß nicht, ob du sie kennst, so, kennst du noch Jessica Alba aus der Serie Dark Angel? Also, ja, ich meine, aber genauso in dieser Konstellation, so, keine Ahnung, brunette, curly hairs, cute und kann andere Männer verprügeln, weißt du, also ist mir wichtig, dass Frauen, ich süße kleine Frau, die Männer verprügeln kann, ist so meins, ja, ich habe automatisch, wenn ich Frauen gesehen habe, die ich abgecheckt habe oder mir gedacht habe, hey, gefällt sie mir, habe ich sie verglichen. Und ich habe in meinem Leben noch nie, warte, lass mich nachdenken, eine Frau getroffen, die irgendwie so ähnlich aussah, oder doch ein paar, aber wo ich mir sagen könnte, so, ich präferiere diese Art von Frauen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und das kam erst später mit dieser Erfahrung, ich bin mir ganz sicher. Viele Anfänger, die wenig daten oder gar nicht daten, haben diese Idealvorstellung einer Frau vor Augen. Ja, lass sie eine 10 von 10 sagen oder sie ist Klasse A oder Supreme Girl oder was für Bezeichnung es heutzutage alles gibt. Aber die wenigsten haben überhaupt diese Erfahrung, jemals mit dieser einen speziellen Frau oder Frauen, die ähnlich aussehen oder einen ähnlichen Vibe, sage ich dazu eher, ausstrahlen, jemals getroffen oder gedatet zu haben. Und bei mir persönlich war es so, ich habe für mich selbst erst herausgefunden, natürlich verbinden mit deinem Kurs, was ich überhaupt will. Angefangen damit so, was für mich vertretbar ist. Wir sagen ja immer so, meine Hinzuwerte, meine Wegwerte, meine Werte, was mich halt abstößt. Und ich
ich bin solche Sachen ja immer theoretisch rangegangen, habe drüber nachgedacht, was mir wichtiger ist im Leben, für mich selbst. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Thematik. Was mir dann wichtig ist, in der Verbindung mit einem Partner. So, was für Werte sind für mich vertretbar? Was ist für die andere vertretbar? Und wie funktioniert das in Kombination? So, ist es mir wirklich wichtig bei den Sachen, die mir wichtig sind, dass die Frau, mit der ich zusammen bin oder sie öfter sehe, dass sie dieselben Werte vertritt? Oder ist es auch okay, wenn sie es nicht tut? Ich meine, du hast es mir beigebracht und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ist viel, viel wichtiger ist, dass die Werte, dass sie diese Werte nicht hat, die mich komplett abstoßen. Ja, dass ich Gewalt zum Beispiel, ja, wenn sie es toll finden würde, an Kinder zu verprügeln und ich es nicht toll finde, klar, dann bin ich weg. Das ist mal ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Es gibt ja noch andere Sachen. Ich glaube, das Erste, worum es geht, ist genau die Erkenntnis zu machen, die der Kim gehabt hat, nämlich, dass es kein signifikanter Indikator dafür ist, ob du dich wirklich in sie verlieben wirst, was der erste Eindruck ist. Der erste Eindruck ist einfach kein signifikanter Indikator dafür, ob du dich wirklich in sie verlieben wirst. Diese Top-Frau, von der er da geschwärmt hat am Anfang und total emotional abhängig war von ihr, da hat er all seine Wunschvorstellungen, von denen er, und das sind zwei verschiedene Faktoren, über die wir vorhin auch schon geredet haben, zwei verschiedene Faktoren, seine Wunschvorstellungen auf sie drauf projiziert, ohne dass sie die überhaupt hatte. Das eine waren seine Wunschvorstellungen optisch und von dem, wie er immer gedacht hat, wie diese Jessica Alba immer gedacht hat, wie sie auszusehen hat. Und das andere war von den Werten, von denen er geglaubt hatte, dass sie ihm wichtig seien in Frauen. Dass sie die ebenfalls hat. Und nicht mal, dass sie die hatte, sondern dass er einfach nur Halo-Effekt nennt sich das, weil die Frau so toll erscheint. Das ist ein echter psychologischer Effekt. Geben wir ihr die anderen Attribute, schreiben wir ihr die Attribute zu, die wir einem, in Anführungsstrichen, perfekten Menschen zuschreiben. Das heißt, Halo ist der Heiligenschein. Wir schreiben ihr dann alle heiligen Attribute zu, die wir als so schön und so wichtig erachten. Und das ist ja gerade die Sache. Er war sich gar nicht bewusst, welche Eigenschaften er als wichtig erachtet. Das heißt, er hat die Eigenschaften ihr zugeschrieben, die nur eine Momentaufnahme waren von seinem Eindruck, was ihm eigentlich wichtig ist mit Frauen. Und erst jetzt merkt er, was ihm eigentlich wirklich wichtig ist mit Frauen. Und das ist nicht, dass diese Frau mit ihm da sitzen kann und hübsch aussehen kann, sondern ihm ist wichtig, dass er mit ihr lachen kann, dass sie berührt ihn die ganze Zeit, er berührt sie, er sagt ja, dass das fließt einfach, das kommt und da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Die lachen die ganze Zeit, die gehen gemeinsam in die Tiefe, die erfahren eine echte Verbindung. Und diesen Wert dieser echten Verbindung, der war vorhin noch gar nicht auf seinem Schirm. Erst nachdem er abgewiesen wurde von dieser Top-Frau, von dieser 10, wie er sie genannt hat, hat er der anderen Frau, wo er gesagt hat, eigentlich möchte ich sie gar nicht, hat er ihr erst eine Chance gegeben. Und jetzt sitzt er da und das ist etwas, was wir immer wieder sehen und immer wieder sagen. Gib den Frauen eine Chance, die dich mögen, nicht weil du dann einfach das nimmst, was du kriegen kannst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir selber erlaubst, mehr Erfahrungen zu machen und vor allem, dass du diese Kanäle des Liebens öffnest. Dass du es öffnest, einfach auch mal geliebt zu werden. Dass es okay ist, auch jemanden zu schätzen und zu lieben, der nicht optisch deine 10 von 10 ist. Es geht nicht darum, dass du dich dann mit jemandem, wie heißt das, dass du dich mit Schlechterem zufrieden gibst oder so eine Schwachsinnssache. Nein, es geht darum, dass du grundsätzlich Menschen mehr eine Chance gibst. Und was der Effekt davon ist, dass du sowohl optisch als auch charakterlich deinen optimalen Partner finden wirst. Weil du siehst dann die Welt nicht mehr durch diese rosarote Brille und auch nicht durch diese pechschwarze Brille, sondern du siehst sie dann glasklar, so wie sie wirklich ist. Du siehst die Menschen, wie sie wirklich sind. Und das kann kaum jemand. Das ist wirklich etwas, was kaum jemand macht. Menschen wirklich so wahrnehmen, wie sie wirklich sind. Mit ihren tollen Eigenschaften und ihren eher verbesserungswürdigen Eigenschaften.
Die meisten Menschen schauen nur auf die verbesserungswürdigen Eigenschaften und bei denjenigen, die dann ganz toll erscheinen, die Frauen, die so wunderschön sind, denen schreiben sie all die positiven Eigenschaften zu. Also eine komplett verkehrte Art, auf die Welt zu schauen. Die schönen Frauen werden noch toller und die nicht attraktiven Frauen werden noch unattraktiver. Das ist verrückt, das ist irre, das ist einfach nicht die Realität. Und wenn du mehr Frauen die Chance gibst, die eben auch, ganz kurz, wenn du mehr Frauen die Chance gibst, die auch, die dir auf den ersten Blick nicht sofort ins Auge fallen, dann wird dir auffallen, worauf du eigentlich mehr Wert legst. Nämlich zum Beispiel ein gemeinsamer Humor, dass es sich einfach gut anfühlt mit dieser Frau. Ich denke da auch an den Jan. Genau dieselbe Entwicklung. Hat auch gesagt, naja, ich weiß nicht genau, das ist nicht genau mein Typ. Aber okay, ihr sagt, ich soll mich unbedingt mal mit ihr treffen. Okay, ich probiere es mal. 3 Tage später geht er live und erzählt uns davon, wie er einfach die Zeit seines Lebens hatte mit ihr, dass er so eine tolle Verbindung mit ihr verspürt, dass es ihn total überrascht und dass sie ihm richtig toll gefällt auf einmal und dass er jetzt auch einen ganz anderen Eindruck von ihr hat. Das ist so verrückt. Und seitdem, und das ist ja gerade der Punkt der Story, die ich machen will, nicht nur weiß er jetzt mehr, was ihm wirklich gefällt, welche Werte ihm wirklich wichtig sind und welches Gefühl bei einer Frau wirklich wichtig ist. Ja? Du hast ja vorhin so schön erzählt, da können wir gleich drüber reden, dass dir sehr wichtig ist, dass eine Frau herzlich ist. Ja, dass du mit einer Frau gemeinsam, wenn ihr Kinder gemeinsam habt, dass sie sich wirklich schön herzlich, dass sie das Kind hochnimmt und knuddelt und ihm die Welt zeigt, emotional. Das hast du wirklich schön, schön dargestellt vorhin. Ja, das habe ich aber auch erst nach Jahren verstanden, dass es mir wichtig ist. Ich war ja auch mit Frauen zusammen, die waren es überhaupt nicht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, es ist nicht schlimm, weil ich bin es ja. Und es ist ja, das bin ja nur ich. Aber das war zum Beispiel ein Wert, wo ich durch die Erfahrung herausgefunden habe, mir ist wichtig, dass die andere Person es auch hat. Ich kann nicht damit leben, dass sie es nicht hat. So, ich kann mir einfach keine gemeinsame Zukunft vorstellen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich sie zu meiner Familie mitnehme und wir sitzen auf der Couch, ich knuddle meine Mutter, meine Schwester, dann sitzen wir alle auf der Couch und sie sitzt daneben, distanziert, unterkühlt und passt dann halt ins ganze Bild nicht rein. So, das ist so mittlerweile für mich ein No-Go. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn ich dich mitnehme zu meiner Mom, meine Schwester, wir auf der Couch sitzen, du willst meine Mama knuddeln. Eigentlich bist du die perfekte Frau für mich jetzt gerade, Andy. Willst du meine Kinder auf die Welt bringen? Das ist ein schönes Beispiel, gell? Weil die Eigenschaften zu sehen, die dir wichtig sind, das alleine ist ein Skillset, was geübt werden darf. Und dann siehst du auch diese Eigenschaften auch mehr in Männern. Du siehst sie in potenziellen Arbeitgebern. Du siehst sie in allen Menschen um dich herum und kannst dann auch besser filtern, wer tut mir gut, wer ist eher ein Energievampir und den sollte ich nicht so sehr in meiner Nähe behalten und wer ist zum Beispiel ein richtig toller Freund oder bei dem fühle ich mich richtig wohl. Nicht, weil wir das, also nicht, dass du das dann nicht genau festmachen kannst anhand von konkreten Dingen, sondern es wird zur Normalität, dass du die Menschen, die dir gut tun, bei denen du glücklich bist und seien wir mal ehrlich, was ist wirklich dein Ziel im Leben? Ist es Status? Ist es, dass du mit dieser 10 von 10, mit diesem Model und dem Ferrari dann vor die Frankfurter Börse vorfahren kannst und alle schauen dich an, wow, wer ist das denn? Und du hast deine Rolex dabei und fährst weiter. Ist das wirklich dein Ziel? Siehst du, deswegen sage ich immer wieder, dass diese ganze Mentalität von Alpha und du musst so und so sein und Status, dass das halt nicht auf alle Menschen zutrifft, weil diese Vorstellung wissen wir beide ganz genau, die hat dich nicht angesprochen. Und die spricht mich auch nicht an. Die spricht auch Makako nicht an. Es gibt Männer, die haben andere Vorstellungen davon, was ein erfülltes Leben ist. Und siehe da, es gibt auch Frauen, die eine andere Vorstellung davon haben, was ein erfülltes Leben ist. Die wollen auch nicht diesen Protz mit seinem Lambo. Ja, die achten auch auf ganz andere Dinge. Die achten genauso wie der Kim, der echt gut aussieht und auch immer wieder mit Frauen Sex hat. Aber dennoch merkt er, da hat was gefehlt. Und jetzt gibt er einer anderen Frau eine Chance und merkt, da ist das, was die ganze Zeit gefehlt hat. Ist das nicht irre? Es ist etwas ganz anderes, was wir letztlich dann, es ist wie wenn du dich auf die Suche machst und du hast ein Ziel vor Augen, am Ende des Weges merkst du, hey, auf der Reise habe ich viel wertvollere Sachen entdeckt, als jetzt, wo ich am Ziel angekommen bin. Ja, der Weg ist das Ziel. Und Frauen sehen das ganz genauso. Nicht alle Frauen. Es gibt natürlich auch welche, die tatsächlich auf Status stehen.
aber das ist eine Handvoll. Und wir brauchen uns auch nicht über Statistiken streiten, wie viele das sind, weil die Tatsache ist, selbst wenn es nur eine Frau auf der Welt gäbe, die genauso wie ich auf Herzlichkeit, auf eine gemeinsame Verbindung Wert legt, auf Spaß, auf ein Gefühl von, ich fühle mich hier richtig wohl bei dir, dann werde ich diese Frau finden. Das ist meine Überzeugung, das ist, kann ich dir schwarz auf weiß geben, garantiert, ich würde diese Frau finden. Weil das der Fokus ist, den ich habe. Und das ist auch der Fokus, den du haben solltest. Deswegen ist es egal, wie viele Frauen es gibt, die nur auf den Status achten oder sowas, weil die sind einfach nicht interessant für uns. Also ignoriere sie einfach. Für uns sind diejenigen interessant, die dasselbe Gefühl leben wollen wie wir, die auf dieselben Werte Wert legen wie wir. Und die wirst du nicht kennenlernen, wenn du mit Scheuklappen auf die Frauen achtest, von denen du meinst, dass sie begehrenswert sind. Wird einfach nicht klappen. Genauso wird es auch nicht bei Frauen klappen, aber Frauen sind da einfach ein Stückchen weiser als wir. Sie wissen, dass Aussehen nicht alles ist. Frauen wissen, dass die wahre Anziehung zu einem Mann, dass das Aussehen dafür so ein kleiner Faktor ist. Das wissen Frauen. So, da kannst du mir jetzt glauben, du kannst mir auch nicht glauben. Aus mir spricht Erfahrung. Nimm's wie du willst. Frauen achten auf viel tiefer liegende Attribute als einfach nur das oberflächliche Aussehen. Und Status ist nicht der Begriff, der dem gerecht wird. Es ist das Gefühl, das du in ihr auslöst. Und ein Gefühl kannst du nicht nur auslösen, wenn du ein Lambo hast. Ein Gefühl löst du aus durch die Dinge, die der Kim beschrieben hat. Indem du mit ihr auf einer Ebene connectest, die in der Tiefe und in der Leichtigkeit fließt. Das heißt, die Kanäle der Liebe und Geliebtwerden einfach frei sind. Und du lässt einfach los. Du hast keine Erwartungen. Du genießt die Zeit mit ihr, ohne dass du irgendetwas brauchst. Und daraus entsteht manchmal die perfekte Beziehung. Die perfekte Beziehung. Und ich kenne viele gut aussehende Männer, die immer wieder, das finde ich so ekelhaft, die immer wieder zu hören bekommen von anderen Männern, boah, was hat denn der für eine Frau, was hat denn der für eine Freundin? Und ich kenne diese Männer, diese Männer haben Erfahrung. Die haben viele Frauen gedatet, die haben mit vielen Frauen geschlafen, darunter auch Models. Aber sie haben sich eine ausgesucht, die optisch nicht diesem Ideal entsprochen hat. Warum haben sie das gemacht, wenn sie alle Auswahl auf der Welt haben? Warum? Weil es nun mal mehr ist als nur das Aussehen. Und diese Männer haben das irgendwann verstanden auf der Reise, wie du es beschrieben hast in den letzten 2 Jahren, die du ebenfalls gegangen bist. Du hast irgendwann verstanden, irgendwie habe ich Frauen die ganze Zeit falsch eingeschätzt. Die ich so toll gefunden habe, sind gar nicht so toll. Und diejenigen, die ich außer Acht gelassen habe, irgendwie sind die viel toller, als ich gedacht habe. Und auf dieser Reise, ich sage nicht, dass du dann, es ist auch nicht so, als ob du das Boot einfach umkehren musst und sagen musst, alles klar, je unattraktiver, desto besser. Das ist doch auch nicht, was ich sage. Ich sage, gib einmal allen eine Chance und du wirst feststellen, wo die wirklichen Werte liegen. Und dann findest du vielleicht auch jemanden, der optisch total toll ist für dich und diese Werte und diesen Spaß und diese gemeinsame Connection mitbringt. Natürlich ist das Optimalziel. Aber das wirst du nicht erreichen, wenn du die ganze Zeit hier auf dem Aussehen pochst. Das wird einfach nicht passieren. Du musst anfangen, deine Augen zu öffnen für die anderen Dinge. Und dann wird das Aussehen zunächst mal weniger wichtig werden, aber mit der Zeit findest du genau die Richtige, bei dem beides passt. Ob es jetzt 10 von 10 beim Aussehen ist und 10 von 10 beim Charakter, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich gut bei ihr fühlst. Und was auch immer das bedeutet, ob deine Freunde das dann gut finden oder nicht, ob dann andere sagen, boah, warum hat er sich mit der, das ist scheißegal, weil es ist dein Leben und du darfst glücklich sein. Und die anderen, die sollten dir sowieso gestohlen sein mit ihren Meinungen. Ich muss gerade lachen, weil es erinnert mich gerade so eine Story von meiner Mutter, die mir erzählt hat, als ich mir bis zu Anfang 20 erzählt habe. Sie wollte mir halt Frauen vorstellen, so aus der Kirche. Ich so, nee, die gefällt mir nicht. Ach, guck mal, die sieht scheiße aus. Guck mal, wie sie sich anzieht und die ist langweilig. Meine Mutter hat mir damals dann gesagt, so, pass mal auf, Junge. Mhm. So, hör zu. Es gibt schöne Frauen, die sind
die sind auch okay, aber das Mädchen ist okay, gib ihr eine Chance. Die Frauen, die du jetzt triffst, die sind vielleicht Sportlerin. Ich stand damals auch Sportlerin. Ich war ja selber Sportler. Ich war. Also vor 30 Kilo war ich auch mal Sportler. Und die waren nichts. Charakterlich nicht. Und will ich auch nicht näher drauf eingehen. Das dauert zu lang. Und vor allem, die war, ist auch jetzt egal. Auf jeden Fall, ist auch egal, das ist viel zu lang. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir dann gesagt, so, pass auf, wenn ihr zusammen seid und im besten Fall heiratet ihr und kriegt die Kinder und werdet glücklich bis Ende des Lebens und ihr seid dann beide 80. Ihr seid beide hässlich, ihr seid alt und alles sagt in euch zusammen. Das ist Fakt, das ist Natur. Jetzt stell dir aber mal vor, wenn ihr jetzt beide hässlich seid, möchtest du mit der zusammen sein, mit der du dich verstehst, die lieb zu dir ist und guten Charakter hat, oder mit der, die hässlich ist und einen scheiß Charakter? So. Und das Schlimme ist, eure Kinder werden dann auch noch einen scheiß Charakter haben. Oh ja. Yeah. Oh mein Gott, da hast du sowas Wichtiges angesprochen. Ich habe mich gestern unterhalten mit einem meiner guten Freunde, der ist Anfang, Mitte 40 und der hat ein Kind mit einer Frau jetzt. Das war genau das, was du beschrieben hast. Der hat diese Frau gesehen und hat sich in ihr Aussehen verschossen. Es waren noch andere Faktoren, es war Lockdown, das heißt, er war auch total einsam und sie war einsam und da kamen noch andere Faktoren hinzu. Aber er hat sich in diese Vorstellung von, wow, wie toll das ist, wir sind beide im Lockdown, wir sind beide einsam und sie sieht so toll aus. In diese Vorstellung hat er sich verliebt, in sie hat er sich verliebt und hat dann mit ihr ein Kind bekommen. Und jetzt, also seit einem Jahr etwa, hat sich einfach die Sache so entwickelt und herausgestellt, dass sie eine echt gestörte Persönlichkeit ist und Hilfe braucht, aber keine Hilfe annehmen möchte. Und sie macht ihm das Leben zur Hölle. Und die Visite mit dem Kind ist, also dafür kämpft er gerade. Der kämpft echt so sehr darum, dass er seine Tochter sehen darf. Vor Gerichten mit Anwälten, da kämpft er so sehr darüber, so sehr dafür. Und dieser Kerl, sie macht ihm das Leben zur Hölle. Und er findet Lügengeschichten und dieser Mann ist so Kerl, ist so toll. Er sagt trotzdem, irgendwo, sie ist die Mutter meiner Tochter, irgendwie liebe ich sie trotzdem, auch wenn sie krank ist. Und für die, sie ist eine echt tolle Frau, aber sie hat irgendeine Krankheit. Und das ist eine Hammererkenntnis. Das ist echt, das kommt aus Liebe. Das ist eine liebevolle Erkenntnis. Und du kennst ihn ja auch. Und, ja, klar. Er hat diesen Fehler gemacht, es ist ihm bewusst. Er hat sich vom Aussehen blenden lassen und total in diesen Halo-Effekt reingefallen. Ne? Okay, sie ist perfekt, bumm, sie muss perfekt sein. Sie sieht perfekt aus, sie muss perfekt sein. Und, das passiert mir auch noch. Und das Irre ist, er hatte schon so viele Beziehungen mit Frauen, ist erfolgreich mit Frauen, hatte schon so viele Beziehungen mit Frauen, die ihm gut getan haben, die wirklich ihm gut getan haben. Aber er hat sie nicht bei sich behalten. Und das ist eine Erkenntnis, die kann dein Gehirn ganz schön futsch machen. Also im positiven Sinne, da wirst du eine Erkenntnis haben. Wir suchen nicht Partner danach aus, wer uns liebt und gut tut, sondern wir suchen Partner danach aus, die uns so behandeln, wie wir es gewohnt sind. Das heißt, wenn du es von deiner eigenen Kindheit gewohnt warst, wie deine Eltern dir Liebe gezeigt haben und sie haben zum Beispiel dir nie gesagt, dass sie dich lieben und haben dich distanziert behandelt, dann wirst du nicht Partner suchen, die endlich das Gegenteil tun, die dich endlich umarmen und sehr, sehr physikalisch sind und dir sagen, dass sie dich lieben. Das wirst du nicht tun. Dafür ist deine Programmierung zu stark. Da musst du aktiv dagegen ankämpfen, dass du das tust. Du wirst automatisch nach den Frauen dann auch Ausschau halten, die dich ganz distanziert und kühl behandeln. Weil du nicht nach Liebe suchst in Form von dem, was du gerne hättest, sondern du suchst nach dem Begriff Liebe, welchen du so definierst, durch das, was du schon kennst. Du suchst also nach dem, was du gewohnt bist. Das ist die Liebe, nach der wir suchen. Wahre Liebe ist natürlich ein Konzept, das viel höher liegt als das. Und deswegen sagte ich,
jemanden zu finden, in den du dich wirklich verlieben kannst, mit dem du eine glückliche Beziehung führen kannst, das ist ein Prozess, bei dem du verschiedene Frauen kennenlernen musst. Um die Erfahrung zu machen, nicht nur, welche Frau passt zu mir und tut mir gut, sondern auch, wonach suche ich eigentlich? Nach welchem Gefühl suche ich? Was gibt mir ein gutes Gefühl? Welche Arten von Frauen geben mir dieses Gefühl und welche tun das nicht? Das ist eine introspektive Reise und eine extrospektive Reise. Du suchst sowohl im Außen und du wirst auch fündig, aber du suchst auf der Reise, wirst du fündig in dir selber, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Meine Freundin ist so ein perfektes Paradebeispiel für diese Reise. Und ich weiß noch genau, die Frauen, die ich kennengelernt habe, die gingen durch unterschiedliche Typen. Also die wirklich unterschiedliche Typen. Die erste total herzlich, bisschen übergewichtig, aber einfach so süß und herzlich und wirklich wäre eine tolle Mama geworden. Ist jetzt auch Mama. Und dann die nächste war mehr wie so ein Kerl, mehr kumpelhaft und auch wie du gesagt hast, Sportler und rabiater. Die Dude-Freundin. Ja, so eine Kumpelfreundin, die aber halt einfach so eine Stärke mit sich gebracht hat. Fand ich auch sehr sexy. Und dann kam ich zu einer, die war so weiblich, so grazil, so ist jetzt Schauspielerin, ist so wirklich wunderschön und sanft, adrett. Gerade Rücken, könnte auch Tänzer, hat auch getanzt, auch Balletttänzerin. Und habe sie kennengelernt. Und aufgrund dieser Reise habe ich festgestellt, was ich alles wirklich schätze. Und ich habe festgestellt, mein erster Impuls von ganz damals, diese süße Frau, die sehr herzlich war, diese Eigenschaft, die war mir schon sehr wichtig. Ich hätte sie nicht geheiratet. Ich hatte zum Glück genügend Weisheit, dass wir nicht zusammengeblieben sind. Aber diese Eigenschaft ist mir sehr wichtig. Und auf der Reise mit den verschiedenen Frauen, die ich dann kennengelernt und gedatet habe, ist mir aufgefallen, dass ich von überall, wie so ein Puzzlewerk, die verschiedenen Eigenschaften mir selber, es hört sich weird an, mir selber aus dem Universum zusammengefügt habe und so die optimale Frau gefunden habe. Mir ist völlig bewusst, deswegen habe ich gerade nicht perfekt gesagt, weil optimal ist auch, es gibt keine perfekte Partnerin. Die Tatsache, dass ihr Unterschiede habt und dass ihr auch Momente habt, in denen ihr aneinander geraten werdet, das macht es ja perfekt. Ansonsten wäre es stinklangweilig. Natürlich solltest du diese Konflikte auf ein Minimum reduzieren. Hast du ein bisschen Italiener, dann brauchst du es. Ich brauche es ein bisschen. aber das Ziel ist, dass du aus diesen verschiedenen Erfahrungen dir bewusst ist, was dir wirklich die optimale Partnerin für dich bedeutet. Und wie gesagt, es gibt nicht die perfekte Partnerin. Es gäbe noch viele andere Partner, mit denen ich potenziell eine glückliche Beziehung für den Rest meines Lebens führen könnte. Aber sie, meine Freundin, ist eine davon. 100%. Sowohl ich habe dir das ja schon mal gesagt. Immer wenn sie kurz Sarah hat, ich liege dann, wenn wir nebeneinander liegen. Also wenn sie diese kurze Haarfrisur hat, ich werde legit nervös neben ihr. Ich werde, das habe ich ihr auch schon gesagt, die so, warte, wird sie immer rot. Die so, was, wirklich? Ja, wenn du dann neben mir liegst und du siehst so aus, ich werde ohne Scheiß, auch nach 8 Jahren Beziehung, werde ich nervös neben dir, weil sie so scharf ist. Aber, und auch nicht jedermanns Typ, für mich so scharf. Aber gleichzeitig hat sie diese Eigenschaften, die mir einfach super wichtig sind in einer Beziehung. Und sie gibt mir dieses Gefühl, das mir super wichtig ist. Du schneidest ihr wahrscheinlich jede Nacht so irgendwie so einen halben Zentimeter die Haare ab und sie fragt sich die ganze Zeit, warum wachsen meine Haare nicht, warum wachsen meine Haare nicht? Und so, keine Ahnung, ist wahrscheinlich das Wetter hier, vielleicht Luftfeuchte, der Sommer, die Sonne, ja, also, Putin, keine Ahnung. Perfide, aber guter Plan eigentlich. Hm. Ja, sie ist auch so eine Sie ist auch so eine Gegenbeispielsortiererin. Wenn ich sage, du siehst so toll aus mit kurzen Haaren, dann sagt sie, ja, aber ich will jetzt wieder längere Haare haben. Wenn ich ihr sage, deine langen Haare sehen echt toll aus, das mit den kurzen Haaren hat dir eh nicht so gestanden, dann wird sie sagen, vielleicht sollte ich wieder kurze Haare machen. Nee, dann immer das Gegenteil. Machst du das?
Ja, Andy, machst du das? Funktioniert nicht bei ihr, sie weiß ja genau. Da haben wir schon 100 Mal drüber geredet. Hast du, du bist ja jetzt gerade verschiedene Stufen durchgegangen beim Filtern, jetzt über die letzten Jahre. Also im Grunde genommen waren die Stufen ja halt die verschiedenen Arten Frauen, mit denen du zusammen warst. Hast du für dich auch die Erkenntnis, was für eine Erkenntnis hattest du eigentlich, wie das in der Verbindung ist mit dem Lebensabschnitt, was du in deinem sonstigen Leben noch hast? Es ist ja jetzt bei dir auch nicht so, dass du angefangen hast mit 20 eine Ausbildung zu machen, mit 23 fertig warst und jetzt mit 68 jetzt immer noch in dieser Schiene bist. Ich meine, du bist viel rumgereist, warst in anderen Ländern, hast ein Business aufgezogen, hast dich dazu entschlossen, anderen Menschen zu helfen und das waren ja auch viel, und bist in andere Länder, hast in anderen Ländern gelebt, bist innerhalb von Deutschland mehrfach umgezogen, hast Ausbildung gemacht, Berufswechsel und was weiß ich, du warst ständig auf Achse. Hat sich das dann beim Filtern in Beziehung bei dir auch wieder gespiegelt oder bei dir wieder gespiegelt? Du meinst verschiedene Kulturen, Frauen aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen oder was meinst nee, du? Nee, es geht eigentlich darum, ich merke bei mir jetzt, dass das Filtern auch ganz stark natürlich auch abhängig davon ist, was gerade meine Bedürfnisse sind. Wenn ich wenig Zeit habe, dann ist mir eine qualitativ gute Zeit und Nähe wichtig. Mhm. Weil ich einfach weiß, dass ich vielleicht nur in der Woche 3 oder 4 Stunden Zeit habe, um überhaupt mal eine Frau zu treffen. Und dann suchst du dir auch die Frauen aus, bei denen du genau die Zeit so füllen kannst, wie du es dir vorstellst. Genau. Mhm. Und dann gehe ich natürlich viel bewusster und denke, okay, in dieser Zeit möchte ich jetzt entweder diese oder jene Aktivität haben. Morgen treffe ich mich zum Beispiel mit einer sehr guten Freundin. Und ich habe ihr vorher gesagt, ich bin so im Arsch, war so viel unterwegs in letzter Zeit, ich möchte eigentlich nur zu Hause sitzen, kochen, singen, mit dir Gitarre spielen und that's it. Also so, dass ich Dinge auch wirklich sehr, sehr bewusst begrenze und zu vielen, vielen Sachen dann Nein sage. Und ich sage, ich habe jetzt 12 Stunden Zeit, dann lass uns morgens, was weiß ich, in die Kleinmarkthalle gehen, was trinken gehen, eine Kleinigkeit essen, dann fahren wir noch in den Taunus hochgehen, ein bisschen spazieren, besuchen ein paar Esel und so weiter und so weiter. So, das heißt, durch die Limitierung fange ich an, viel stärker zu filtern, auch in Dingen, die ich machen möchte. Ja. Und ich versuche rauszufinden, was ich in dem Moment wirklich, wirklich brauche. Oh, gutes Beispiel. Das ganz anders. Das ganz andere in einer anderen Situation. Wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Halbtagsjob hätte und viel, viel, viel mehr Zeit und eine Phase wäre, wo ich sage, ich möchte neue Dinge einfach entdecken, weil ich kann es mir gerade auch leisten und will es gerade auch tun. Wie jetzt vielleicht ein paar Dudes, die vielleicht gerade irgendeine Ausbildung abgeschlossen haben, den Job noch nicht angefangen haben, sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal auf eine, was weiß ich, Europareise und gucke. Die vielleicht bei den Flirt-Spezialisten sind, die gedacht haben, hey, das ist doch ein guter Deal, nur 39 € im Monat. Wow, hier kann ich flirten lernen, habe einmal die Woche Coaching, habe eine Community, habe einen Leitfaden, weiß genau, was ich in jeder Situation bei Frauen sagen soll. Ich erweitere mein Selbstbewusstsein, Hammer, nur für 39 € im Monat bei den Flirt-Spezialisten. Meinst du so jemanden? So jemanden zum Beispiel. Nee, aber was ich, also die Kernaussage ist, wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, dass Filtern und Werte nicht absolut sein müssen. Es gibt ein paar wenige und die darf jeder für sich selbst rausfinden, was immer wichtig ist, aber einige Dinge sind vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Gesundheit ist mir zum Beispiel jetzt erst vor kurzem wichtig geworden, halt durch den Verlust eines Verwandten, aber es war halt jahrzehntelang nicht wichtig und so ändern sich gewisse Dinge auch, was das Filtern angeht und ja, die Eigenwerte. Und das ist halt nicht absolut. Ich werde dazu eine Sache sagen, die das mehr oder weniger Wichtigste bei der ganzen Sache ist. Du hast es angesprochen, wenn du wenig Zeit hast, dann suchst du auch aktiver nach der Frau, die deine Zeit qualitativ so füllen kann, wie du es gerne hättest. Und das ist ja schon eine schöne, auch schon mal eine schöne Prämisse, dass was heißt eigentlich eine qualitativ schöne Zeit? Das heißt nicht, dass da neben dir ein Püppi sitzt und mit dir kein Wort wechseln kann und du denkst dir so, boah, ich sag doch mal was und sie kann kein Wort mit dir wechseln, weil, weiß nicht, weil sie langweilig ist. Das ist keine qualitativ hohe Zeit. Das heißt, du suchst nach jemandem, der auch mit dem du dieses Gefühl haben kannst, mit dem du Spaß, Spannung, Tiefe, Abenteuer, Ästhetik, alles, ja, all das gemeinsam erleben kannst. Und
Der Katalysator dafür ist, dass du gerade gesagt hast, ich habe wenig Zeit. So, nehmen wir das mal, diesen Faktor, ich habe wenig Zeit, und untersuchen ihn aber ganz genau. Was heißt der eigentlich? Es heißt eigentlich, ich habe Prioritäten. Das bedeutet das eigentlich. Es ist mir wichtiger, etwas zu tun und meine Zeit darin zu investieren, woran ich glaube, dass es jetzt gerade das Richtige ist, langfristig, wie zum Beispiel, falls du ein Projekt hast im Job und du sagst, boah, das ist mir wichtig hier, ich will dieses Projekt rocken. Ja? Oder du bist freischaffender Künstler, Musiker, und du sagst, ich will mein Album fertig machen. Da ist einfach noch eine Sache an diesem einen Song, das fehlt noch. Und du arbeitest wie ein Berserker daran, fünf Tage die Woche, 16 Stunden am Tag. Das ist für dich ein übergeordnetes Ziel. Oder du hast eine Tochter, einen Sohn, und du willst mit deiner Tochter oder deinem Sohn Zeit verbringen. Und es ist dir wichtiger, als eine Frau zu daten an diesem Tag. Und die Situation bietet sich dir an, dass eine Frau sich mit dir treffen möchte, aber es ist an dem Tag, an dem du deine Tochter treffen würdest. Dann sagst du selbstverständlich, du, da kann ich nicht, da treffe ich meine Tochter. Ja? Kleines Beispiel. Das ist die Priorität, die du über dem ich brauche jetzt Sex oder ich brauche jetzt Nähe oder ich brauche jetzt eine Frau, die Priorität, die du da drüber setzt, und das ist ungemein wichtig, das ist emotionale Unabhängigkeit. Das gibt dir die Fähigkeit, dann auch die richtige Frau auszusuchen und bei allen Frauen zu filtern, zu sagen, nein, na doch, okay, ich will dich mal mehr kennenlernen, erzähl mir mehr von dir. Und diese Art, dieser Umgang, diese Energie, die du dann bei Frauen grundsätzlich, bei allen, hübsch, nicht hübsch, dick, dünn, whatever, bei allen an den Tag legst, das ist die Energie, die alle anziehend finden. Und wenn alle es anziehend finden, dann hast du nämlich eine Win-Win-Situation. Dann kannst du nämlich anfangen auszusuchen zwischen denen, die dir gefallen, und zwischen denen, die dir gut tun. Und die anderen eben nicht. Ich stelle mir jetzt aber direkt vor, wie jemand das Video anschaut und sagt, hey Andy, bei mir ist die Situation so, ich hab zwei Kinder, habe eine Ex-Frau, aber ich schaff's trotzdem nicht, Frauen kennenzulernen. Und ja, ich hab eine Frau online kennengelernt, und dann wollte ich mich mit ihr treffen, aber dann hat es nie hingehauen, weil sie hat Kinder und hatte sie keine Zeit, und ich hatte Kinder und ich hatte keine Zeit. Mehr oft solche Fälle bei uns, ne? Der Andreas, der Lukas, die sind alle in ihren 40ern, 50ern. Und zu dir ist meine Antwort, nimmst du dir denn, wenn du Zeit hast, Zeit, um Frauen kennenzulernen? Nicht diese eine, sondern Frauen, Plural. Denn auch wenn du vielleicht deine 5 Beziehungen in deinem Leben hattest oder deine 10, das ist A, so lange her, dass du gar keine Ahnung hast, was du gerade wirklich brauchst und was dir gut tut, was du eigentlich wirklich willst bei Frauen. Und B, ist das keine hohe Anzahl. Damit hast du, wenn du in einem Jahr mit 5 Frauen dich gedatet hast, das ist von der Geschwindigkeit, von der Beschleunigung, wie du Frauen kennenlernst, ist das auf jeden Fall besser, weil dann ist das alles frisch in dir, und du kannst dein Kopf, dein Geist, alles ist darauf getrimmt, gerade einfach in deinem Alltag dann auch Frauen kennenzulernen, mit ihnen zu flirten, und du triffst dich mit mehreren Frauen, das heißt, du filterst dann auch ganz automatisch mehr. Aber wenn das in Abständen von jeweils 7 Jahren waren, dass du hier mal eine Jugendfreundin hattest und dann mit Mitte 20 und dann mit Mitte 30 und dann mit 40 hast du dann deine Frau geheiratet, oder habt ihr euch getrennt? Das ist schon so lange her, du kannst das gar nicht mehr richtig einordnen, in was jetzt die richtige Form von Beziehung für mich war, was die richtige Art von Partnerin war, wo ich mich gut fühle. Plus, du hast dich vielleicht geändert in diesen letzten 20 Jahren. So, all diese Erfahrung ist mehr oder weniger jetzt gerade irrelevant geworden. Du musst mehr Frauen kennenlernen. Du musst jetzt wieder reinkommen und Frauen kennenlernen. Nicht nur diese eine, mit der du online angefangen hast zu schreiben. Das reicht nicht. Da bist du mitten in der emotionalen Abhängigkeit von ihr. Es ist gut, dass du Prioritäten hast. Aber die Zeit, die du dann hast, nutze sie, um zu daten. Oder um daten zu lernen, um flirten zu lernen, um wieder reinzukommen. Wenn du keine Ahnung hast, wie man flirtet, dann such dir jemanden, der es dir erklärt. Es gibt hier genügend Videos. Wir haben
unendliche Videos. Okay, unendliche sind es nicht, aber im Internet findest du unendliche von mir, von unserem Kanal. Boah, der Kanal, den gibt es ja auch schon seit 2014, glaube ich. 2014, 2015 gibt es diesen YouTube-Kanal. Es gibt genügend Videos auf diesem Kanal, die dir helfen werden. Und ich habe genügend Männer schon in den Kommentaren immer wieder gelesen, die gesagt haben, Andi, vielen Dank, du hast mein Leben verändert, deine Videos haben haben dazu geführt, dass ich jetzt meine jetzige Freundin kennengelernt habe und ich habe alles richtig gemacht und dies, das und jetzt sind wir zusammen. Perfekt! Dann schau dir einfach diese Videos an. Perfekt! Ja, wenn sie dir zusagen, wenn du denkst, das ist die richtige Philosophie, die dir weiterhilft. Und wenn du sehr konkret an die Sache rangehen möchtest, wenn du möchtest, dass ich mit dir persönlich arbeite, sodass wir keine Zeit verschwenden, direkt an die Sache rangehen, dann komm zur Charisma-Analyse. Das heißt, das ist das Gespräch, in dem wir 45 Minuten bis 60 Minuten ungefähr, dann nehmen wir uns Zeit für dich und schauen uns genau an, was ist deine Historie, was ist bei Frauen gut gelaufen, was ist bei Frauen nicht gut gelaufen, was ist das, was du jetzt gerade vielleicht falsch machst, aber gar nicht merkst, dass du es falsch machst, wo deine Energie einfach nicht anziehend ist, weil du zum Beispiel emotional abhängig bist oder weil du einfach den Fokus auf falsche Bereiche in der Kommunikation gelegt hast und deswegen zum Beispiel glaubst, dass es einfach irgendein Beispiel gerade genannt von Tausenden, die wir in diesen Charisma-Analysen immer wieder beobachten. Aber eins von ihnen zum Beispiel, dass wenn du mit einer Frau schreibst, dass du es nicht aushalten kannst, wenn sie dir nicht antwortet. Und du dann ganz komische Sachen machst und ganz komisch zurückschreibst. Oder nochmal schreibst und nochmal schreibst und deine Antworten werden super lang. Was sie natürlich abstößt. Verschiedene Dinge, die wir als Experten einfach kennen aus dem FF, und dir sagen können, hier, das, da ist ein Fehler da, da kannst du dran arbeiten. Und das ist nicht, dass du das Problem bist, sondern es ist einfach die Programmierung, die du gelernt hast. Vielleicht sogar von anderen Menschen, die es gut mit dir gemeint haben, gesagt haben, hey, mach doch mal das, versuch doch mal das. Und da braucht es manchmal einfach einen Experten, der über deine Schulter schaut und genau sagt, komm, ab sofort machen wir das jetzt so, hier ist der Leitfaden, heute ist das dran, morgen ist das dran, kriegen wir gemeinsam hin. Easy peasy. In 10 Wochen hast du diese Freundin, wenn du das möchtest. Das machen wir in der Charisma-Analyse, also komm zur Charisma-Analyse, klick hier hin und dann reden wir miteinander. Trag dich ein, such dir einen Termin aus und dann sprechen wir miteinander und gucken, wie wir dich dahin bringen, wo du hin möchtest. Mit dieser einen Frau oder mit Frauen grundsätzlich, wenn du mehr Erfahrungen sammeln möchtest, natürlich auch gerne. Solange du ein Geschenk für Frauen sein willst und sie nicht ausnutzen willst, helfen wir dir. Männer mit Herz, aber nur dann. Korrekt, nur dann. Ich würde sagen, genauso tun wir es. Komm zur Charisma-Analyse, wenn du schon Mitte 30, Mitte 40 bist und du jetzt richtig loslegen willst. Ansonsten, wenn du noch jung bist und du sagst, ich bin Student, ich möchte günstig gecoacht werden, ich will einfach reinkommen und ganz viele Erfahrungen sammeln und das hört sich toll an, die Jungs haben eine tolle Philosophie, das will ich machen, dann klick hierhin, schau dir das Video auf der nächsten Seite an, komm zu den Flirt-Spezialisten, unserem super günstigen Einstiegsprogramm, mit dem du garantiert flirten lernen wirst. Von unserer Seite alles Gute, bis zum nächsten Video.